Das ist immer noch ein ganz schöner Kahn. Da müssen wir wirklich noch Geld reinstecken. Captain, gib mir etwas Fahrt! Das ist nicht zum Herumspielen da. Wir bleiben besser dicht an der Küste. Um den Konflikt zu vermeiden mit den Schiffen, die da draußen auf uns warten. Mast und Topsegel bergen! Merkst du's? Die Segel hoch, aufgehen! Na, hab ich uns hier mal in den Hafen reingebracht, hä? Da habe ich die ganzen Marine-Romane alle nicht umsonst gelesen. In die Wanden alle Segel reffen! Wiederholen und aufkeilen! Hauptsegel rein! Captain ist im Meer! Ja, da wollte er aber eigentlich nicht hin. Das ist irgendwie gerade peinlich. Quiere algo? Andererseits, was will ich bei dem? Ich hab ja... Ah, Muni aber könnte ein Thema sein, gell? Ja, teuer! Na gut, aber gegen gegen Kriegsschiffe war das echt nützlich, gell? Habe ich nicht genug Geld oder was? Was geht? Warum darf ich die nicht kaufen? Komm on, ich will. Ha perdido el seso. Mein Freund, wollt ihr untertauchen? Danke. Du bist ein Künstler, Kenway. Du hast Talent für solche Arbeit. Wenn es Spaß macht, ist es keine Arbeit. Humbug. Aber ich mache das nicht ewig, Leute. Nur bis ich genug Geld habe, um zu Hause Land und Einfluss zu kaufen. Mein Gott, hör dir dein Gefasel an. Träumst immer noch von deiner Dirne daheim in England, wo du hier jedes Weib haben könntest, ohne Probleme. Ah, welch hehre Ziele ihr doch habt. Und ich dachte, ich wäre in der Gesellschaft von Höllenhunden. Das war ein guter Tag. Wie ist die Stimmung? Zahnlose Grinsebacken. Ein paar reden davon, sich mit Master Kid zu treffen, um eine Plantage zu überfallen. Eine Plantage? Das ist gewagt. Und profitabel, wenn wir Erfolg haben. Ei. Eine gute Idee. Puedo ayudarlo? Ja. Schwätze, ich brauche Munition. Ah, jetzt macht das. Okay, da brauche ich nur 100...
Da brauchst du nur Zeugs, aber freigeschaltet ist es theoretisch immer. Das ist eigentlich, glaube ich, mal mit am wichtigsten, dass wir das Ding mal ein bisschen stabiler bekommen. Estupendo, tengo un buen día. Was zum... Was ist das denn? Örtliche... Ach, das ist der Typ, den wir bestochen haben, okay. Geht es nicht? Loco como una cabra. Caramba. Ich höre das typische Geräusch. Yo nunca de... Ah! Perdido el juicio. Wobei das halt immer noch so ein Punkt ist, wir sind ein Typ, wir haben den Assassinen umgelegt. Wir haben seine Klamotten genommen, haben uns bei den Templern eingeschlichen, haben die Templer versucht zu verarschen, die Templer haben uns eingeknastet, wir konnten entkommen. So schön, so gut. Aber warum zum Geier bekomme ich Aufträge von Assassinen? Was geht mich das alles an mit den Templern? Warum weiß ich, dass ich von diesen Tauben Aufträge bekomme von den Assassinen? Also das macht alles von der Story überhaupt gar keinen Sinn mit den Assassinen-Aufträgen. Ah, da muss ich hinsegeln. Okay. Interessant. Tan cansado estoy. Ah, halt. All these simple. Aha, da hinten ist ein Kistchen. Und da unten? Da ist eine Höhle. Brave Ziege. So. ¿Y ustedes?
Okay. Da wären noch ein paar mehr Kisten. Ist halt die Frage, kämen wir dahin nochmal zurück? Brauchen wir den Hafen bei den vielen Inseln? Wenn ich das jetzt alles abgreife, die drei Kisten und die Flaschenpost, ist das Ding eigentlich gegessen. Dann brauchen wir eigentlich nicht mehr herkommen, gell? Cientos reales. ¿Eh? ¿Qué demonios está haciendo? Una prisa inusitada. Un tipo y... Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich wieder über noch so eine Höhle stehe. Also ich habe das Gefühl, hier unten drunter ist auch so eine Bucht mit einer Höhle oder so. Das juckt ja eigentlich keinen, die komischen Dinger. Ich finde das mit dem Abstergo eh sau nervig irgendwie, macht mir die ganze Story kaputt, irgendwie das ganze Spiel, diese komische Firma mit dem Erinnerungsgedöns, also weiß nicht, das fand ich sehr bläh irgendwie. ¿Está loco? ¿De verdad es necesario? Bueno, es mejor. Quiero una copa. Okay, da haben wir die eine. Die andere wird da unten dann stehen. Thank you.
Ja. Schön, dann denke ich, haben wir das hier abgegrast. Diese Animus-Dinger interessieren mich nicht. Großsegel, los geht's! Setz Top, Bram und Marssegel! Sir, von Steuerbord! Gebt dem Wind nach! Vorsegel reffen! Was ist denn das für ein komisches Symbol? Segel heißen, los geht's! Wir halten den Wind so gut sie es kann! Ach du Scheiße! Ich lasse ihn. Das ist der Konvoi, okay. Das ist nicht zum Herumspielen da. Herzstoß, die Trimmung stimmt nicht. Ein britisches Schiff, dem geht's aber nicht gut. Wir nähern uns den Felsen, Sir. Oh ja. Sorry. Ja, ein bisschen früher hätte er mich schon warnen können. Was macht denn der Ausguck der Obbel? Rumpimmeln oder was? Segelreffen raus aus der Bö! Mit Segelbergen! Top-Segel aufgehalten! Bring die Hauptsegel in den Wind! Nicht mehr weit, Captain! Aufgehalten! Aufgehalten! Haltet kräftig dagegen! Hammel, Schulter oder Fockmann! Segel setzen! Bewegung! An die Einholen! Bringt den Kahn zum Stillstand! Captain über Bord! Ah, Mann, wenn das blöde... Setzen!